Vorsicht, ganz dünnes Eis, Mann, ganz dünnes Eis. Berlin macht den besten Döner mit Abstand. Hallo Freunde, hier ist wieder euer absoluter Lieblingskanal, wenn es um kritische Döner-Themen geht. Mm. Ja, wir sind drei Flachzangen aus Berlin City und sind der Meinung, wir hätten die Döner-Weisheit mit Löffeln gefressen. Ganz im Gegensatz zu dem Mann hier, der den Döner aus dem völlig falschen Brot mit einer Gabel isst. Und warum ist da, ist das ein Spinatblatt? Da geht doch jetzt schon wieder alles nicht in meinen Kopf, was da passiert. Auf jeden Fall hat er einen Strohhalm in seinem Ei ran und das finde ich völlig wild. Also irgendwo gibt's Grenzen, Freunde. Sorry. Oh, aber NDR kann. Es geht weiter, mein Bruder, komm. 60 FPS hier. Bitte schön. Vollgas, ne? Okay, da ist busy hinterm Tresen, Alter. So wie auf dem Markt. Das war's Heimat hier. So wie auf dem Markt. Reinzubringen. Dieser Geruch hat mich hergezogen. Was soll ich machen? Man kann schwer abnehmen, wenn man sowas sieht. Okay, finde ich jetzt schon. Sehr viel Liebe ist dabei. Oh, aber die ich machen ihren... Nee. Meine Schweiz verdienen. Das ist für mich sehr wichtig. Okay, jetzt schon sympathisch. Salat, alles? Digga! Dann musst du auf Onlyfans gehen, denen Flaschen abfüllen und verkaufen. So. Digga, der Salatberg einfach höher als die Kundschaft. Guck mal bitte. Ja, das ist alles frisch halt gerade. Alter. Hey, ich könnte mir halt jetzt einen bestellen, ne? Ja, Paul, mach das. Schön für dich, Paul. Nein, Mann, ich hab doch schon zu Abend gegessen. No problem. Was du willst, ich mache für dich rein, ja? Das gehört zu einem guten Dönerladen dazu. Der Shit-Talk einfach muss rein, oder? Ist das durch? Bruder! Medium. Das war mehr so Medium, oder? Medium Rare. Sag mal, in der Tasche aus drei. Sag mal, ey, aber guck mal, was da los ist. Ich kann gar nicht Schluss probieren. Mein Lieber, komm bitte nach vorne. Serko Joe Knight hat eine lange Nacht vor sich. Die haben die Dönerschneidemaschine. Salat kann alles drauf. Der Gerät. Gerne. Sehr, sehr viel Salat. Liebe ist dabei. Wenn ich den Döner mache, ich sage, das ist mein letzter Döner. Besser geht's. Digga, er macht einfach den Straßenstrauß beim Dönerzutaten ja. drauf. Du hast gesehen? Ramp. Hab ich auch gesehen. Crazy. Ja. Karte? Gerne. Seine Schicht hat gerade Holy begonnen. Jetzt am frühen Abend ist am meisten los in ihrem Dönerladen am Listerplatz in Hannover. Jungs, Dürüm oder regulär? Ihn zusammen mit seinem Bruder regulär. Bibo. Ja, hier vorne. Sagst du ihm, was du drauf haben willst? Flo? Bibo what? War schon den ganzen Tag im Laden. Entschuldigung, was? Wenn Dürüm oder regulär? Ich wollte dir einfach nur schnell klären. Dürüm. Okay, Freunde, ihr schreibt wegen auch bitte in die Kommentare, Dürüm oder regulär? Ja, regulär schon, ja, aber Dürüm ist meistens besser verteilt und besser zu essen. Finde ich auch, ich bin auch Dürüm. Team Dürüm. Viel los ist, arbeiten die beiden Brüder auch nach Schichtübergabe noch zusammen. Serko, ein Menü. Ja, ein Döner-Menü, ein Lahmacun-Menü. Zum hier essen oder zum mitnehmen? Beides hier. Digga, also Kids-Döner kennt man ja. Döner kennt man ja. Big-Döner. Big-Döner kennt man auch. Aber hier bei meiner Schule früher in der Nähe gab es noch Jumbo-Döner. Und ist das mehr das war als Big-Döner? Ja, das war ein halbes Fladenbrot. Was? Also ein halbes Rad. Ein halbes Rad, ja. Einfach gefüllt. Digga, ich brauch das in meinem Leben. Warum gibt's das hier nicht? Ich will das. Digga, Jumbo-Döner, mein Leben jetzt. Gerne. Ja, warum dürfen wir noch euer Fladenbrot rollen kannst? Ohne Zwiebel, ja? Sonst mein Bruder wird sauer, ja? Ihr Dönerladen hat mindestens 12 Stunden Alter, geöffnet. Was soll, die und das Menge jeden Tag. An Zitrone. Döner gilt als eines der beliebtesten Fastfood-Gerichte der Deutschen. Eines der? Guten Abend, bitte, mein Lieber. Mein Döner. Gerne. Haus 3, mein Lieber. Haus 3? Haus 3? Was? Hä? Ja, der hat da unten so aufgeteilt. Er hat es auch nicht verstanden. Um hier nicht den Überblick zu verlieren, teilt Serko die Kunden in sogenannte Häuser ein. Ja. Die Verkäufer können dann den... Ein Dürüm? Okay, Slytherin! Ja, ich wollte gerade sagen... Hufflepuff! Digga, was? Ich Döner, war so... Vegetarische Döner? Hier, Gryffindor, da. Lannisters! Ja. Vergiss nicht zu bezahlen, oh, so. Alles raus. Und Sif, der kommt zu Sif. Genau. Scharf, extra scharf. Ja, zu den Sith rüber, bitte. Den Kunden anhand seiner Hausnummer aufrufen und bedienen. Der Herr, bitte, Soße. Darf ich dir ein bisschen von unserer Dönersoße? Ja. Weil diese Dönersoße macht süchtig. Weißt du, dann kommst du mal wieder. Ich schwöre euch, es wird nicht mehr Neukölln als die Betonung gerade. Dönersoße? Ich schwöre, es wird nicht mehr Neukölln, Alter. Wirklich. Aber wir sind in Hannover. Ich glaub, ist egal. Ist egal. Ist egal. Ja, okay. 43 für Sie, einen schönen Abend noch.
Dankeschön. Digga, wo ist denn. Da muss immer ein lustiger Spruch noch mit Serko dabei. Serko übernimmt gerne die Spätschicht. Aber sein Gesicht ist auch schon halb tot, ne? Aber Digga, immer freundlich sind. Nummer 3, ein Döner, Alter, bitte. Schuftet. Nummer 3. Ich brauche diesen Stress. Ohne Stress kann ich nicht. Ja, aber auch nicht mehr lange. Das ist. Nee, sieht wirklich so aus. Mein Leben. Ne? Ja. Zu mir ist er. Oder? Wisst ihr, wie der aussieht? Ich wette, der sieht, also ohne Scheiß, das ist einer, der war, während der Doku war der krank. Ja, das kann sein. Das kann sein. Dem ging es einfach richtig kacke an dem Tag. Aber der hat gesagt, er zieht durchaus den Komplex, Bruder. Das war Heimat hier. Heimatgefühle reinzubringen. Das, was er mag, das, was er liebt. Hier ist Heimat. Das ist unser Ziel. Serko und Bibo sind im Irak geboren. Ihr Vater ist vor dem Krieg geflüchtet und hat seine Familie 1998 nachgeholt. Vor 15 Jahren haben die beiden Brüder dann den Dönerladen zusammen. Wie viel Zitrone? Dann den Dönerladen zusammen. Wir streiten uns manchmal, aber das ist Liebestreit. Das klang jetzt erstmal voll hart, weil der Vater ist vor dem Krieg geflohen. Alleine. Ja. Und hat die dann nachgeholt, aber wahrscheinlich waren die nicht in akuter, hoffentlich, Gefahr. Ja, oder ihm war völlig klar, dass er diese Familiennachzugsoption halt dann spielen kann. Ah, okay, ja, kann natürlich unser auch sein. Ja. Chat hat übrigens abgestimmt und 44%, aber die meisten Stimmen gingen an Kebab, 31% an Dürüm, 10% an Lamadschun und 9% Dönerteller, 5% Dönerbox, für die, die es interessiert. Dönerbox, ey. Aber Dönerbox ist wilde Geschichte manchmal. Mit Salat oder Pommes? Uncultured Swines, ey. Naja, aber das ist, wenn du so richtig, richtig drüber. Wenn du so besoffen bist, dass du nicht mehr Döner abbeißen Döner kannst. Dass du nicht mehr halten kannst, meinst du? Und dann so eine geile Plastikgabel bekommst. Und scheißegal ist, was unten ist, weil Fleisch kommt ja oben drauf. Und du dann einfach da so hängst wie so ein Opfer. Wie so Gollum, Alter. Er war Gollum auf seinem Stein. Und dann feststellt, nee, schmeckt nicht so gut und deinen neu kennengelernten Geschäftspartner von Canon fragst, ob er das nicht aufessen will. Ich finde Kebabkasten aber auch geiler als Dönerbox, bin ich jetzt dabei. Ja. Dann hast du alles richtig gemacht, dude. Boah, mit Reis. Aber geil. Gut, wenn wir uns streiten, ne, das ist immer die Liebestreit. Motivation für den nächsten Tag, es besser zu machen. Genau, also ich weiß ganz genau, ey, geht nie weg und er weiß auch ganz genau, dass ich nie weggehe. Das ist das. Deswegen, wir können uns streiten. Wir halten immer zusammen. Egal, was passiert. Wenn er irgendwann sagt, er hört auf, genau in derselben Sekunde würde ich sagen, ciao. Also, entweder zusammen oder gar nicht. Also, wir sind da beide Tom und Jerry. Gegen 22 Uhr klingt auch der Kundenansturm allmählich ab. Bibo kann nun endlich den Feierabend antreten. Doch für Serko ist noch lange nicht Schluss. Und dann auch noch das. Wir sind wie Tom und Jerry. Wir sind wie A-Hörnchen und C-Hörnchen. Naja. Ein Teil der Beleuchtung fällt aus. Ist egal, ist nur gemütlich. Ja. Manchmal, wenn wir zu viele Geräte anmachen, dann passiert das. Ja. Dafür sind aber sie das ist da. Einmal im 6 Monaten und heute ist das passiert. Die meisten ihrer Mitarbeitenden sprechen wie sie selbst auch Kurdisch. Er ist auch so ein bisschen crazy, ne? Ja. Er ist schon auch so ein bisschen crazy. Hat crazy eyes. Und weil sie das in die Doku geschnitten haben, waren sie nie wieder gesehen. Ja. Wir sind beide wie Tick, Trick und Track. Hey, der Spieß sieht aber nicht so gut aus. Der ist einfach kalt. Der wird jetzt erst noch abgezogen und dann das wird er erstmal angemacht. Ja. Geil. Der ist ganz neu draufgepackt. Der ist Döner-Eis. Und ja. Was seid denn ihr? Wir sind ja in Berlin, sind wir ja so ein bisschen special. Aber seid ihr Team Hackspieß oder seid ihr Team Kalbspieß? Ah, schon Kalb, Alter. Ja. Echt? Kalb und Hammel, beste, so, Alter. Nee, Dicker, da bin ich so richtig Kulturloser Spacken. Hackspieß, der ist für mich, Alter. Was? Alles andere ist mir zu, alles andere ist, ohne Scheiß, ich bin so richtig, Digga, so aber ich esse auch gerne Hackfleischspieß, so ist nicht. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem richtig ordentlich, so wie früher, Hackspieß, wie früher bei uns gab, dann schon Kalb-Hammel-Ding. Rainer. Hackspieß, Alter.
Marzahn-Hellersdorf gab's nur Hackspieß, ich bin ein Hackspießkind. Verurteilt Hackspieße nicht, Alter. Alles, was nicht. Gutes ist aus Hack. Tun wir nicht, ja, alles wird aus Hack gemacht. Nee, wir verurteilen Spaghetti nur dich. Meatballs, Hack, ja, das ist okay. Alles Gute ist aus Hack, Alter. Alles. Alles. Oh, meine Mutter. Manchmal glaube ich, Hackfleisch ist mein einziger Freund. Ja. Manchmal glaube ich, Hackfleisch ist meine Freundin. Du hast auch diese Thermoskanne voll mit Haken. Ja, die Trucker. Kleiner Mord. Tipp. Leber ist besser. Ja, cool. 25 beschäftigen sie. 25 angestellt. Also krass. Ich weiß nicht, als Chef zu Hause sitzen, ist das nicht langweilig irgendwie? Weil ich für mich ist Messer von langweilig. Ja, klar. Ich kann das nicht. Ich will mein Geld. Sie wissen, was gut ist. Mit meinem Schweiz verdienen. Das ist für mich sehr wichtig. Und nicht mich hinlegen und wo sitzen. Er hilft uns einfach über alles, wie einer Jogger. So macht Bohnen, man ist auf Brot, die nimmt Kunden. Ja, Salgo sind über alle. Die sind alle mit Herz, Seele und Blut dabei. Ja, ist so. Ist so, genau. Die sind auch ein Teil von mir, ich bin auch ein Teil von denen. Deswegen, also mir macht das Spaß, ehrlich gesagt. Die Öffnungszeiten nähern sich allmählich dem Ende. Ey, die haben auch das Gefühl, deswegen läuft der Laden so gut. Ja, na klar. Also na klar. Ganz ehrlich. Die sind insane da, oder? Ich hatte jetzt auch richtig Bock, bei denen vorbeizuschauen. Ja. Safe. Ich hab Bock, bei denen zu arbeiten. Ist auch. Boah, da habe ich Bock auf einen Döner. Haben wir jetzt drei Personen und haben zwei Dönertaschen Lamm. Nicht mehr, ja? Muss Lamm jetzt da, lecker haben wir nur zwei Dönertaschen auf Lamm. Jetzt haben wir nicht mehr. Mittlerweile wissen sie genau, wie viel Fleisch auf den Grillspieß kommt, damit am Ende des Tages nichts mehr übrig bleibt. Genau. Und auch um 10:30 zieht es die so Kunden noch immer in den Laden. Wir wollten eigentlich zur Bank, aber dieser Geruch hat mich hergezogen. Deswegen, aber was soll ich machen? Man kann schwer abnehmen, wenn man sowas sieht. Ja, aber er ist ja auch geil. Nach dem Training braucht man wieder Power, ne? Daher. Habt ihr eigentlich bei Döner auch immer das Gefühl, ihr esst was gesundet? Ja. Nee, Alter. Ja. Du nicht? Irgendwie, dadurch, dass da so viel Salat auch dabei ist und so, ich hab Fleisch, Brot, vollwertige Salat. Mahlzeit, ja. Ich hab genau das, was Gino zum Beispiel mir sagt, das muss alles zu bis gleichen Teilen in der Menge da sein. Genau. Bis auf die Soße, ja, ist ein bisschen schwierig, du. Ja, ein bisschen Kräutersoße muss mit. Aber ja. Digga, Döner ist allein kalorientechnisch für die Dichte der Kalorien ist ein Döner halt fast vierstellig. Dürüm, Alter, wenn ich mir Dürüm bestelle, ich glaube, das Ding hat locker 1150 Kalorien. Okay, das ist crazy, aber. Naja, der Alter, das ist fettig wie Sau, die Soßen dazu. Natürlich. Ist ja auch wahr. Ich denke, Digga, wenn du dir bei Balle in Alt-Tempelhofen Dürüm bestellst, die hauen dir ja auch Pommes noch mit rein und so. Ist halt beste Leben, ist richtig gut. Man muss ja aufpassen, dann bist du in Bulgarien besser bedient, da kriegst du Duna. Ah, das ist auch geil, ja, Mann. Oh. Duna, richtig geil. In den war, wo die Jungs noch hier alle selber angepackt haben, Tag und Nacht. Und seitdem verbindet uns eigentlich auch ein bisschen Freundschaft. Bist du richtig scharf? Ich wollte ihn weinen sehen. Ich glaube nicht, in Brasilien ist er noch scharf. Aber der ist sehr scharf. Ich esse auch sehr viel scharf. Der ist brutal. Der Begriff Döner-Kebab kommt aus dem Türkischen. Döner bedeutet so viel wie sich drehend. Kebab steht für Röstfleisch oder geröstet. Der Döner, so wie er hier verkauft wird, als Grillfleisch im Brot, gilt im Übrigen als deutsche Erfindung. Und die ist auch noch um 23 Uhr sehr beliebt. Offiziell ist jetzt Schicht im Schacht. Auch um 22.31 Uhr so, ist sie beliebt. Wir machen jetzt mal für die Dame Soße, bitte. Scharf? Gern. Unsere Kunden sind da, wir schließen nicht. Solange die kommen, wenn jemand Hunger hat, schließen wir nicht. Bis alles leer ist. Wollen Sie Käse? Kein Käse. Ich gebe dann meine volle Energie, was ich habe noch. Aber ich habe noch fertig. Viel. Ich bin noch gar nicht müde. Ich will den mal während drücken Zirko gerade. Während die letzten Kunden bedient wird, hinter ihm. Ich habe so das Gefühl, ich will den mal in den Arm nehmen und sagen, mache du langsam, Alter. Setz dich mal in eine halbe Stunde, Bruder. Zirko arbeitet jeden Tag, glaube ich, 14 Stunden, du. Ja. Bereits klar Schiff gemacht.
Das war Feierabend, das ist schon fertig. Jetzt kommt eine Fußbahn und alle sauber machen. Feierabend hier, wir machen sauber jetzt. Gleich vom Morgen wieder Neues. Also, oh, die machen sogar das Brot selber, das ist halt richtig geil. Wir fangen langsam schon an, die Geräte sauber zu machen. Also wenn du morgens hier reinkommst, dann denkst du, hier wurde gar kein Döner gestern gemacht. So muss das sein. Wir müssen auch genauso an morgen denken, um kleine Punkte zu finden, morgen besser zu machen. Das ist unser Erfolgssystem. Egal. Oh, Digga, den kannst du mir so geben. Für die anderen Verkäufer bedeutet das nun Feierabend. So eine Döner-Grillfackel, Alter. Für den 38-Jährigen geht es weiter. Jetzt stell mal vor, du nimmst dir so eine, Baguette-Stange, machst sie so auf, dann legst du den Spieß rein, dann ziehst du das Metallding raus und dann hast du da so diese Rolle von diesem knusprigen Döner. Oh. Das ist schon geil. Ey, und dazu, aber von dem können sich echt Leute mal echt eine dicke Scheibe abschneiden, Alter. Wie von seinem Döner. Ich sag dir. Das Heizelement eines Grills zu wenig Temperatur hatte. Unsere ich überlege Grill gerade, ist aus welchem Grund wir mal geschäftlich nach Hannover fahren könnten. Ja, war doch auch der, hier, Jörgs Bulettenschmiede war doch da auch, oder? Digga, dass der nicht eine Silbe gelogen hat, was ihm Ordnung und Sauberkeit seines Ladens angeht, ja, siehst du gerade in diesem Bild. Ja, das stimmt. Alter, crazy. Ich bin ein bisschen und ich muss jetzt den Grill reparieren. Die ganzen Geräte, die da oben stehen, sind sehr wichtig. Weil der nächste Tag, wir können gar nicht arbeiten ohne diese ganzen Geräte. Also wenn ich gar keine Ahnung mehr habe, dann kommt jemand. Aber ansonsten, da wo ich machen kann, mache ich immer alles selber. Wichtig, Alter. Denn zu dieser Zeit erreicht man keine Handwerker mehr. Serko hat bereits einen Verdacht. Das ist der Gerät. Eine Düse, die dem Grill das Gas zuführt, könnte verstopft sein. Nein, es ist nicht der Gerät. Doch, stand damals drauf. Bei meiner Familie in Heimat gearbeitet. Echt? Ja? Als, Automechaniker. 2 Jahre alt. Krass. Aber ich war ein Digga, Kind. Der, und das habe ich immer noch. Der Dönerladen bei mir da an dem Baumarkt, der hat auch der Gerät. Ist mega. Okay. Der Gerät schwitzt nicht. Auch in meine Hände. Deswegen. Der 38-Jährige lag mit seiner Vermutung richtig. Das Problem ist behoben. So, wir machen jetzt langsam die Lichter alle aus. Die ganze Kühlungen aus. Hier schlafen. Also hier gibt es keinen Schlafen. Wir sind hier auf volle Betrieb. Volle Wie geil Arbeit. Das einfach ist, dass sie es wirklich der Bis Gerät genannt haben. Bis 4 Uhr morgens bringt die Putzkolonne nun alles wieder auf Vordermann. Es gibt alles da dran. Noch immer kein Feierabend für Serko. Bestände kontrollieren, Einkaufslisten schreiben und weiter auf den Großmarkt. Frische Ware besorgen. Von einem internationalen Reiseportal wurde ihr Geschäft zum 7. besten Dönerladen Deutschlands gekürt. In Niedersachsen sind sie demnach die Nummer 1. Crazy. Wow. Das macht uns sehr stolz. Das gibt uns jeden Tag Kraft, motiviert uns, dass wir das jeden Tag diese schwierige Arbeit nach vorne ziehen. Heute finde ich ihn denn so übertrieben geil. Aber du musst dich ihn auch großartig anders präsentieren als andere. Ja, man kann das gar nicht beschreiben oder sagen, wie viel Liebe, wie viel Arbeit in diese Döner steckt, der Kunde bekommt. Etwa 16.000 Dönerläden gibt es in Deutschland. Boah, krass. Und überleg mal, davon ist er Platz 7. Guten Morgen. Morgen, morgen. Rund 25 Obst- und Gemüsehändler tummeln sich auf 230.000 Quadratmetern. Inzwischen weiß Serko genau, wo die frische Ware auf dem Großmarkt in Hannover zu finden ist. Elektro-Joscha schreibt gerade, Alter, ich bin so hin und her gerissen, ob ich weiter zuschaue oder mir einen Döner hole. Digga, ich bin so hin und her gerissen, ob ich Stream ausmache und mir Döner hole. Alles einfach was laufen lassen und dir einen Döner holen. Ja, auf jeden Fall. Er hat hier schon alles zu, Alter. Oben liegt es nicht frisch, ne? Mitarbeiter Musa ist Serkos rechte Hand. Schon seit 8 Jahren gehört. Er will die Auberginen von hinten. Ja. Da muss er die gute Ware verstecken. Ja. Hier wird immer gesungen. Auch. Aber kann er das nicht jemand anderen überlassen? Das ist auch nicht scharf. Hier heller auch nicht ab. Brauchst du Hand oder? Nein, solche. Der Döner.
Wenn Döner weich ist, dann hart ist es. Oder willst du scharf? Andere Seite. Nein, nicht scharf. Dieses. Okay, wir sind selber scharf. Kein Problem. Okay? Welche brauchst du? Wir haben viele Sorten. Aubergine. Schmutz! Er kennt so gute Aubergine. Frische? Ja. Yeah. Hier muss grün sein. Nein. Doch. Nein. Doch. Du musst. Nein. Du musst. Guck, guck, mich guck, guck. Mich reiben. Hä? Das ah, nee. Ist ein Hilfst du? Bademangel so. Hilfst du? Vorne muss grün sein. Ekelhaft. Frische Petersilie erkennst du, wenn er strahlt und dich anlächelt. Guck. Die Blätter stehen. Wenn die so runtergehen, das heißt, der stirbt langsam. Aber der ist gerade... Spoiler, ist schon tot. So wie ein Baby. Gerade geboren. Qualitätskontrolle hat Serko schon von seiner Familie aus dem Irak gelernt. Aber ist geil, alles frisch. Also aus unserer Heimat kennen wir diese ganze Sache. Wir sind mit unseren Onkel, wir waren Kinder, mit denen auf dem Bauer. Wir haben Gurken, Tomaten, alles selber gemacht. Also wir sind nicht nach, also mit diesen Berufserfahrungen sind wir dadurch stark geworden. Nein, wir kennen diese ganze Gemüse, Obst durch unsere Heimat. Der Großmarkt in Hannover gehört zu den 5 größten Märkten dieser Art in Deutschland. Rund 1000 Beschäftigte arbeiten hier. Serko kennen fast alle. Guten Morgen. Salam alaikum. Alaikum salam. Ja, wir kommen jeden Tag, sitzen uns an diesen Tisch und erzählen uns den verlaufenden Tag. Wir haben immer frische Kaffee und frischen Tee. Ja. Immer frisch. Wir sind eine Familie hier. Wenn man jeden Tag hier ist, ne? 17 Jahre. Das ist unsere Familie. Hannoveraner. Ja, ich sehe Serkan mehr als meine Frau. Die Preise für frisches Gemüse sind okay. Auf Rekordniveau angestiegen. Im Jahresvergleich um rund 19%. Mach hier Auto rein? Ja, mach mal Auto rein. Ich habe schon kontrolliert. Alles klar. Danke dir. Zurück am Lister Platz. Hier hat um 6 Uhr morgens bereits Salatschneider Wallert mit seiner Arbeit begonnen. Nach Serko ist der Meister erst immer noch im Laden. Ich habe für dich die frische schöne Salat, ja, frische Salat. Frischste Ware. Was gut, auch, super. Er ist der Gerät, Alter. Der Gerät schläft nie. Der Gerät ist immer vor Chef im Büro. Serko ist immer vor der Gerät im Chef. Ja, Serko schneidet Dönerfleisch schweißfrei. Gab. Habe ich für dich geholt. Also, super. Du kannst heute mit Gewissen, gute Gewissen nach immer, Hause immer, gehen. Immer, immer, Chef. Das schenkst du heute deine Frau. Frau? Ja. Okay? Petersilien? Ja. Kein Problem. Ich stelle mir gerade vor, wie er nachher Döner schneidet und irgendwie so sagt, wann schläfst du eigentlich? Ich schlafe. Jetzt gerade. Offene Auge. Vollkommen automatisiert. Ja, sagst du, das sind Blumen. Es ist sehr wichtig, dass man in jede Position, also in jedem Platz arbeiten kann und sich mit alles auskennt, was man macht. Digga, geh ins Bild. Wenn du dich nicht auskennst, ja, dann hast du direkt verloren. Der einst günstige Fastfood-Snack ist deutschlandweit teurer geworden. Auch geil doch an aus, der Qualität und Frische der Waren wollen die Jonai-Brüder nicht sparen. Egal, was wir hier machen, man muss immer mit Liebe. Immer mit Liebe. Digga, ohne darin Liebe, kannst du aber kein Baby baden. Oh, das ist hier, wie heißt denn das nochmal? Ich habe das schon mal gemacht. Oh, Peter, dankeschön erstmal. Wie nennt man das denn? Ich habe das schon mal selber gemacht. Diese türkische Soße, wo hier Granatapfelsirup reinkommt und so. Fuck, ich... Ja, ich weiß genau, wie die heißt. Ist das Esme? Esme? Ich weiß gerade. Kann Esme sein. Ich glaube, es ist Esme, kann sein, ja. Aber das ist geil, das Zeug. Das ballert richtig gut. Selber probieren. Howard, hol mal ein Brot und kleine Teller bitte. Danke, Chad. Granatensirup, genau. Geiler Name für eine scharfe Soße. Granatensirup. Ich muss mal probieren. Ja. Boah, geil. Boah. Perfekt. Ja. Super.
Ja. Perfekt. Super. Lecker. Besser geht super. Das nicht. Nee. Perfekt. Nee. Während Serko unten Salate und Soßen frisch zubereitet, wird sich... Hab ich aber auch geliebt, Alter, gerade. Die Dynamik zwischen den beiden. Ist perfekt. Super. 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 Ist super. Perfekt. Besser geht auch nicht. Nee. Super. Das fand ich richtig also. Geil. Oben um die Hauptakteure gekümmert. Die Dönerspieße. Bis zu 100 Kilo können sie wiegen. Was wird? 8 Uhr. Der erste Schichtwechsel. Ach, Serko ist schon seit 14 Stunden auf den Beinen. Wer von euch hat vorhin 14 Stunden nicht. Mit Rob Paul, ne? Ecke. Ja. Zweite Halbzeit, ja, sagen wir immer. Ja. Ja. Okay. Dann, das machst du jedes Mal, kannst die Arbeit nicht sein lassen, ne? Nein. Reicht irgendwann, komm. Geh, geh nach Hause. Ich übernehme das Boot jetzt. Okay. Er übernimmt das hier Brot. Soll bald schon der erste Döner über die Theke gehen. Mhm. Noch ein paar letzte Uhr, Vorbereitungen. Alter. Beste Frühstück. Dann nehme ich auch mal mein Imbusschlüssel. Dreh das nochmal nach. Ne? Und gucke, okay, es ist fest. Da bin ich mit meinem Gewissen alles okay. Und hier auch nochmal, dreh das nochmal fest. Das war nicht fest. Ein Spiel zwischen den beiden Brüdern. Wenn man das zu fest dreht, geht die Maschine kaputt und dann muss der andere die abends wieder reparieren. Haben sie immer noch nie drüber geredet. Nee, ich glaube, Serko macht immer eins locker. Ja, um damit zu gucken. Er guckt, ja. Weil er arbeitet. Verstehe. Dann kann ich loslegen. Boah, das sieht aber auch gut aus. 10 Uhr. Der Dönerladen öffnet seine Pforten. Die ersten Kunden lassen nicht lange auf sich warten. Etwas Zitrone oben drauf. Die Hände habe ich Bock auf. Ja, gerne. Das ist der frische Kick. So. Dann packen wir das Ganze für den jungen Mann ein. Das sind so die ganz frühen Döner. Ganz am Morgen. Wie man sieht, Bauarbeiter? Flieseleger. Ja, das sind so die ersten Jungs, die kommen. Da liegt die schönen Fliesen. So, Brudi, bitteschön. Hast du noch einen Wunsch, Bruder? Ja. 6 Euro, danke, Bruder. Wenn ich reinkomme in den Laden, sage ich Bismillah. Das ist so ein Gebet, so von Mama gelernt. Ne? Und hatten wir es heute, ne, Flo? Rausgebe, Bismillah. Bismillah, dass heute so viele Döner verkauft werden, wie es nur geht. Ich hoffe, dass wir heute sehr viel zu tun haben werden. So. Das ist der Anfangsschritt. 2018 haben sie ihren Laden Thomas, vergrößert. Hannover ist das. Angefangen haben die Brüder vor 15 Jahren hier noch ganz klein, auf der Hälfte der Fläche. Es gab Tage, ich erinnere mich ganz genau, da haben wir an einem Samstag einen Döner verkauft. Ehrlich, ein Döner. Du kommst morgens hier rein und gehst nachts um 12 Uhr nach Hause und hast einen Umsatz von damals noch 2,80 Euro gehabt. Die haben Döner für 2,80 Euro verkauft damals. Ja, und ich hab mal die Motivation, weiterzumachen. Ich habe immer ein bisschen so ein Licht im Tunnel gesehen, ne? So ein ganz bisschen Licht. Hab ich gesagt, irgendwann wird's. Im Endeffekt hat sich das ausgezahlt und Gott sei Dank, sage ich. Sonst wäre das wär ein Genickbruch, wenn das nicht sich ausgezahlt hätte. Ja. Aber. Trotz aller Arbeit nimmt sich Bibo jeden Tag die Zeit für ein gemeinsames Frühstück mit Vater Ascha. Ihr liebstes Gesprächsthema, Bibos Sohn Levin. Guck mal, Papa, hier. Ich fährt schon Auto. Mein Sohn. Schön? Ja, schon viel. Ja? Ja. Er sagt, ich würde für ihn sterben. Er liebt ihn wirklich sehr, sehr doll. Also, er will immer auch jeden Morgen ein neues Bild von ihm haben. Auch wenn ich keins habe, er sagt, zeig mir ein altes. Papa, ich habe keins. Dann will er trotzdem ein Bild haben von ihm. Ne? Ich liebe meinen Vater über alles. Und er hat uns sozusagen zu dem gemacht, was wir heute sind, weil er uns nach von dem Krieg aus hierhin geholt hat, nach Deutschland. Und das war so eine richtig heftige Geschichte, die er hatte, bis er hier angekommen ist. Das war 94. Und dafür bin ich ihm immer dankbar. Ne? Aber das war sehr schwer für uns, ne? Weil Serko zum Beispiel, als wir nach Deutschland kamen, war er schon 13. Und du kannst keine deutsche Sprache. Und deswegen ist er ja hier im Gastronomie gelandet. Und Serko hat mich dann immer hier reingezogen. Immer hier rein und irgendwann habe ich gesagt, ich bleibe bei Serko. Für gewöhnlich würde Bibos Schicht nun weitergehen. Doch heute hat er einen wichtigen Termin. Mit Mitarbeiter Raba will er heute eine neue Dönerproduktion in Lengede südöstlich von Hannover besichtigen. Unser Ziel ist es, regional zu werden, umweltschonender zu werden, dass wir unser Produkt aus Niedersachsen beziehen.
Und wir haben da einen Dönerproduzenten gefunden, Dönerlieferanten gefunden, der das Ganze läuft auch, ne? Unser ja. Zusagt, was wir machen wollen. Ja, und dann gehen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich bin gespannt. Ich habe extra Serko nicht mitgenommen. Heute habe ich dich mitgenommen, weil du dieses Händchen dafür hast. Ey, aber guck mal, Alter, was du für ein Bild hast. Und dann hast du solche Leute, so dieser Teamzusammenhalt, der mich auf einem anderen Level gerade abgeholt hat und begeistert hat. Und dann hast du einfach so dieser Familienrespekt und so einfach, was ich halt einfach krass feier auch irgendwie. Und dann hast du halt, dieses ganze, jetzt sprechen die auch noch darüber, sie wollen regional werden und Umwelt. Ja. Und du denkst ja die ganze Zeit so, Digga, ihr seid zu krass, Mann. So jeder Allmann-Betrieb kann sich da aber dicke Scheiben abschneiden, von. Alter. Ist so. The fuck, ey. Holy. Ex-Pro-CEO sagt, sogar ist mein Döner ist da. Er verlangt auch am Ende, ne? Ey, lass dir schmecken. Raba ist Bibos rechte Hand. Er ist der Mann für Außengespräche und Verhandlungen. Hallo, Chef. Alaikum salam. Alhamdulillah, bei dir gut, inshallah. Sehr schön, Bruder, sehr schön. Wollt euren Döner mal sehen, ja? Lieber Döner stecken. Jawohl, könnt ihr machen, kein Problem. Lass uns reingehen, gucken wir mal, wie Döner geproduziert wird. Bisher lässt Bibo seine Spieße in Berlin produzieren. Das soll sich jetzt ändern. Hier wird Hackfleischdöner, Jabbakdöner vorbereitet. Da geht der Laden bergab. Jetzt geht bergab. Leider. Ja, nee, komm, für die Regionalität. Das ist das Einzige, was das... Für die Regionalität, ja, aber Platz 1 Niedersachsen kriegst du nur mit Berliner Döner. Ja, kriegst du nur mit den ersten 6 Plätzen aus Berlin. Auf der anderen Seite, Hähnchendöner. Ey, warte mal ganz kurz. Ja, Olgomov. Berliner können keinen Döner. Das muss ich mir von jemandem, der aus irgendeinem Bundesland kommt, wo sie mir Cocktailsoße und Tzatziki ins Brot klatschen, muss ich mir das nicht sagen lassen, Alter. Vorsicht, ganz dünnes Eis, Mann. Ganz dünnes Eis. Berlin macht den besten Döner. Mit Abstand. Ja, außer Mustafas, das ist eine Touristenfalle. Geh woanders hin. Das ist richtig. Warte mal kurz. Döner-Empfehlung von mir. Wie heißen sie? Hakiki? Keine Ahnung, Alter. Ah, oh, scheiße, ich war lange nicht mehr da, aber so ähnlich. Bester Döner in Berlin. Tzatziki muss. Gleich kommt hier rein in die Kebablinie und dann wird es hier rausgesteckt. Hier. Siehst du hier die Form hier von der Größe hier? Da kommt das gleich. Ah, Tadim ist auch nicht raus. Schlecht. Das stimmt, Tadim ist super. Als Japprak bezeichnet man das reine Scheibenfleisch. Beim Döner-Kebab wird das Fleisch im Wechsel mit einer Hackfleischmasse auf den Drehspieß aufgesteckt. Der Anteil an reinem Muskelfleisch muss hier nur bei 40% liegen. Ja, Hackspieß. Und hier wird unser Döner gesteckt hier. Siehst du ja, Hackfleisch, Japrak. Je nachdem, was der Kunde haben will, wird unser Döner dann gesteckt. Je nach Kilo, je nach Größe. Drehspieße mit der Bezeichnung Döner-Kebab dürfen in Deutschland nur aus Rind- bzw. Kalbfleisch und oder Schaf- bzw. Lammfleisch hergestellt werden. Und von dann kommt auf die Seite, wird dann die Ränder schneidet schön runter, schön glatt runterschneiden, damit das schön sauber aussieht. Schön sauber runter. Ja. Und dann wird das in Folie eingepackt, hier so wie hier. Und dann hängen wir es an dem Wagen hier und kommt ab in den Schockraum rein. Und dann wird das Schockraum, das minus 40 Grad, wird eingeschockt. Und dann nächsten Tag ist dann fahrbereit, kann dann zur Kunde losgefahren werden. Da sage ich mal Schockgesell. Die haben immer unterschiedliche Gewürze für Drehspieß, für Kebab, für Japrak-Döner. Da habe ich ja meine eigene Gewürze. Und das würde ich dann dir einmal komplett. Digga, seine Kollegen nennen ihn Vlad den Pfähler, Alter. Kein Problem, wir haben unsere eigene Gewürze. Aber wenn der Kunde sagt, er hat seine eigene Gewürzmischung, Alter. Ja. Haben wir auch. Freunde, die gibt es tatsächlich bei unserem Partner Ostmann. Müsst ihr einfach mal in die Videobeschreibung schauen. Alarmstufe Rauch ist der Name und der ist Programm. Gönnt euch. So. Stark. Ich bin mein Gewürz mit deinem Fleisch. Genau. Kann auch mischen. Ja gut, das geht auch. Weil der Kunde von mir möchte seinen Geschmack beibehalten. Ja. In Europa werden täglich 400 Tonnen Döner produziert. Allein in Deutschland erwirtschaftete die Dönerindustrie im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro. So nämlich. Ja, und hier wird Hähnchen gesteckt, hier in 2 Sorten. Hier einmal rote Soße, einmal weiße Soße, je nachdem, was der Kunde haben will. Hier, so sieht das dann aus hier. So ist das in Gewürzzustand. Und dann kommt das... Wie lange lässt sich das in Gewürze liegen? Stunde, 2 Stunden liegt es hier und dann kommt es dann in den Maschinen. Das muss bei mir anders sein.
Weil die anders habe ich länger ein Gewürze drin. Bei mir müssen wir extra Behälter lassen. Sehr meine. Gut. Ja, das können wir machen, das ist kein Problem. Wenn der Kunde anders haben will, alles was machbar ist, können wir dann erfüllen. Kein Problem. Das kriegen wir hin. So, wenn ich die Spieße hier sehe, die ganz klein, erinnere ich mich an meine Anfangszeit. Die waren, zum Beispiel hier steht 10 Kilo und wir haben angefangen mit 7. Und die waren noch kleiner als hier, ich erinnere mich noch ganz genau. Das war so 2009. Jetzt kommen so alte Erinnerungen hoch, wenn ich die kleinen sehe, weil ich hatte die jetzt nicht mehr. Und jetzt kommen so alte Erinnerungen hoch. Mittlerweile sind die Spieße in Bibos Laden mehr als 10-mal so schwer wie damals. Und irgendwann essen wir beide zusammen den Döner hier. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Ja. Ich hoffe, dass wir, wie gesagt, auf einen Nenner kommen. Es ist noch viel. Wie viele Rollen Klarsichtfolie gehen da am Tag drauf? Oh, ja, alter Kilometer. Alter, kilometerweise Plastikfolie, Digga. Ich habe auch schon gedacht, ey, bis du die so rumgewickelt hast, dass du den Spieß nicht mehr siehst, sind da schon 6 Kilometer Folie drauf. Ist wild, dass da noch keiner was erfunden hat, ne? Ich glaube, da ist auch wieder ein Markt. Da könntest du, wenn du was Cleveres erfindest, was gut funktioniert, genau, gut funktioniert, wiederverwendbar ist und so, die das dann so fundmäßig, die gehen da wieder hin bestellen. Wiederverwendbarkeit, Digga, kriegst du nie im Leben mit der Hygiene vereinbart. Weiß ich nicht. Never ever. Aber also, wenn es da was gibt, was den Müll reduziert und das auch genauso gut einfach funktioniert, dann, ich schwöre dir, hast du ein Millionenprodukt. Da TCP hat recht, einfach Bauschaum drum. Ja, richtig. Viel Arbeit, aber probieren wir aus. Ich glaube, er will Lister-Döner haben. Ich sehe das schon. Und wenn er es haben will, dann muss er den richtigen Preis dafür finden. Und das machen wir dann beide. Den Preis feilen wir noch. Das Fleisch ist das teuerste am Döner. Und auch hier ist der Preis gestiegen. So kosten Fleisch und Fleischerzeugnisse rund 22% mehr als noch im Vorjahr. Okay. So, Jungs, das war's dann, ne? Wünsche euch viel Erfolg noch, ne? Okay. Jo, schönen Tag noch, ne? Ja, mein Bester. Pass auf dich auf, ne? Ja, danke schön. Ebenfalls, mein Bester. Mach's gut. Ciao, ciao. Zurück am Listerplatz. Inzwischen ist auch Bäckermeister Siaband am Werk. Auch das Brot backen sie jeden Tag selbst. Der gelernte Bäcker ist schon 54 Jahre alt und würde gern ein bisschen kürzer treten. Sein junger Kollege Azad soll ihn künftig unterstützen. Crazy, ja. Hier, wenn man arbeiten muss, Stress raus sein. Muss immer lachen, immer singen, aber ich kann nicht singen. Zusammen lachen und ein bisschen nicht Buße, so, nein. Alles zu Hause lassen, hier immer arbeiten. Ich sehe es wie Jakob, ich liebe alles an der Doku. Ja, Mann. Ja. Guck mal, ganz ruhig, ganz, ganz locker. Mit Liebe. Mit Liebe. Oh, Spitzenteig, Alter. Du auch. Schön formstabil. Fluffig. Ein bisschen. Guck mal. Ja. Viele Dönerladen hier in Deutschland kaufen in Bäcker Ladenbrot größer und schneiden hier. Aber das ist besser. So, Azad, läuft alles? Ja. Und, kommst du voran? Schaffst du? Ja. Ja? Bringt dir der Meister gut bei, ja? Ja. Zeig mal. Das heißt jetzt aber auch, also ist das, was Sie da jetzt gerade gemacht haben, ist das einfach so Brot, was Sie anbieten, oder ist das das Dönerbrot, was Sie auch selber machen? Das ist das Dönerbrot. Crazy, Alter. Das schneiden Sie auf und da packen Sie es rein. Boah. Oh, Digga, wenn sie selbst das Dönerbrot selbst machen, das ist halt King, ne? Ja, die sind halt, King. Das ist wirklich so. Ne? Immer oben. In Berlin bist du ja, also da bist du schon froh, wenn du einen Laden findest, die dann auch selber schon Lammertschuhen machen etc. Das ist ja mega. Ne, dass der in der Mitte so einen Puffer hat. Okay, ganz rund und Puffer halten. Okay. Mach mal für mich eine. Zeig mal. Ja, super, super. Versuch mal, die machen ihr Dönerbrot selber. Hier keine Spitzen hängen bleiben. Guck mal, siehst du sowas? Das ist wichtig. Der darf das nicht. Der darf keine Spitze hängen bleiben. Wenn der hier so drin ist, wird das mehr Arbeit für uns vorne. Richtig. Verstehst du? So, einmal rund, wie eine Weltkugel. 360. Okay? Okay, Max. Okay? Ich bin stolz auf dich. Geheimnis was gehört, denkst du? 360. Man kann dich hier allein lassen. Ja. Wie lange noch? Da lacht er. Am besten nicht. Aber guck mal bitte, jeder einzelne Mitarbeiter so involviert an jeder Stelle und das ist das Ding, warum der Laden ziemlich sicher
glaube ich, wenn Chef nicht mehr da ist, die haben überall ein Auge drauf und die leben das vor und deswegen leben es die Mitarbeiter so, weißt du? Ja, aber total. Vor allen Dingen, was ich wirklich krass finde, dass anscheinend beide Brüder alles können. Ja. Wollte ich gerade sagen, die kennen jede Station auswendig. Halt. Ja. Richtig gemacht. Ja. Und sehr, sehr, sehr respektvoller Umgang. Ja. Weil Mamas Diamant wird auch langsam älter und älter, ne? Beste Meister. Ja. Dann geh ich mal wieder nach vorne. Guck mal, wie viele Abdul, Dinger da sind. Es geht weiter, mein Bruder, komm. Bitte schön. Vollgas, ne? Das Mittags. Und dann verkaufen die den Döner für 6 Euro. Hm. Mit selbstgemachtem fucking Brot. Überleg mal bitte. Geschäft ist in vollem Gange. Sind doch alle reich. Darf ich machen, wie ich es. Hannover liegt auf dem Weg zur Polaris. Die willst du nie in deinem Leben vergessen. Niemals, okay? Ja. Magst du ein bisschen scharf? Gerne. Nur mit Hand geschnitten für dich extra. Wir haben zum Beispiel Gäste auch da, die zum ersten Mal hier sind. So wie der junge Mann gerade hier. Den musst du überzeugen, dass er mal wiederkommt. Dass der Döner anders ist als die anderen. Also ich finde, von den wenigen Döners, die ich gegessen habe, ist es der beste. Salat, alles? So, Brudi. Brauchst du eine Tüte oder willst du Umweltverschmutzung ein bisschen mithelfen? Jawohl. So sieht das doch gut aus. Schön Fleisch. Wir wissen, Salat, was er meinte, aber es war lustig. Nur Çoban? Çoban ist auf Türkisch Bauernsalat. Alles außer Schaf und keine Zwiebel. No problem. Was du willst, ich mache für dich rein, ja? Ich liebe das, für Bibo wenn ist nun Leute Endspurt. So reden einfach. Seine Schicht nähert sich dem Ende. Toll daran. Serko ist bereits da, um zu übernehmen. Sag mal, Gemüsedöner, Lister-Döner bitte, der junge Mann hier vorne, ja? Eine Portion Pommes, alles zum Hier essen bitte. Alles gut? Ja, zu mir, Emil. Ich will der beste Döner aus Deutschland werden. Und das schafft man nur, wenn man selber hinter seinem Produkt steht. Und selber immer besser wird. Und mein Ziel ist es, ich habe schon Gott sei Dank sehr viel geschafft hier in dem Laden, aber es geht noch mehr. Ich glaube, ich kann noch mehr. Man muss üben, trainieren, damit man jeden Tag, das ist jeden Tag Training. Und Spiel ist dann, wenn wir Nummer 1 werden in Deutschland. Dann ist unser Endspiel. Super schön. Mega Doku, Alter. Ja, Mann. Okay, Leute. Das ist ein ganz schöner Umweg. Ist ein Umweg, ja? Schade. Das ist ein ganz schöner Umweg, Alter. Also ich sag mal... Meinst du mit nächster Woche oder was? Nee, mit Polaris. Ach so, ja, nee, das ist ein Mega-Umweg. Das ist, wir können aber in Hannover... Wenn jemand im Chat schreibt, das ist auf dem Weg zur Polaris, muss ich das gucken? Ja, so von jemand anderem, aber wir, das ist von... Du kannst mit der Bahn, bist du, glaube ich, in unter 2 Stunden da. Also ja, wir also könnten, ich sag mal... Wir könnten einen Produktionstag nach Hannover legen. Oh, Bulettenschmiede und Döner? Bulettenschmiede und Döner und wieder zurück sind wir wahrscheinlich innerhalb von... Wenn wir jetzt zum Lister-Döner fahren mit dem Auto, jetzt losfahren. 5 Stunden, 7 Minuten. Boah. Na. Crazy. Von dir aus? Ja, von mir aus. Okay. Okay. Crazy. Was halt insofern schlecht ist, weil nur nach Hamburg zur Polaris fährst du halt 3 Stunden 30. Ja, krass. Freunde, wir klären noch mal, wann wir da hinkommen. Wir haben auf jeden Fall tierisch Bock drauf. Dankeschön für diese fantastische Nordreportage, lieber NDR. Schaut mal gerne in die Videobeschreibung, da ist das Originalvideo verlinkt. Lasst bitte unbedingt ein View da und auch gerne ein Like und sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Gleich.